Guten Morgen, liebe Fans der Stollenreifen und Zackenfußrasten. Basti Wolter hier und ich starte mit diesem Video eine neue Serie auf dem Motorrated Mac, nämlich Wastels World. Der eine oder andere weiß ja, mein Spitzname früher beim Freestyle Motocross war Airwastel. Ihr dürft mich natürlich auch weiterhin Basti nennen, aber Wastels World gefällt mir in Anlehnung an einen meiner Lieblingsfilme, Wayne's World, Partytime Excellent, Schwing! Und worum geht's in den Wastels World Folgen? Ja, ich werde jetzt einfach ein bisschen mehr vloggen auch auf dem Kanal, habe ich mir gedacht. Das Bruderduell kam so gut an und ich bin ja so viel unterwegs und erlebe so viele coole Dinge, bin auch so vielen coolen Events und da lasse ich euch jetzt einfach mit hinter die Kulissen gucken. Ich befinde mich gerade auf dem Weg nach Reisersberg. Dort findet die Motorex Dirt Mania statt. Die organisiere ich für Motorex und das Ganze ist ein Enduro-Trainingslehrgang, ein Wochenende mit den Motorex-Topfahrern Manuel Lettenbichler, Adrian Guggemoos, Leon Henschel, Eddie Hübner und Vanni Danz als Trainer. Und da freue ich mich schon besonders drauf. Also, ich fahre jetzt nochmal 6 Stunden Auto und dann sehen wir uns in Reisersberg wieder. Geil, die bauen ja eine neue Crossstrecke direkt neben der Autobahn. Vlogger, der Flushing Vlogger. Ja, 21.30 Uhr und die Stars gehen schlafen. Geil, die bauen ja eine neue Crossstrecke direkt neben der Autobahn. Highway Motocross. Geht es euch auch so, dass ihr immer nachdenkt, wie man diese parallel zur Autobahn Baustellen mit Motorrad abfahrt? Und habt ihr es schon mal gemacht? Ich träume schon seit über 20 Jahren davon, habe es noch nie gemacht. Oh, hier ein neuer Sprung. Bisschen Erzberg für kleine, aus Erde. Weiteres Ding, wenn ich Auto fahre, ist, ich höre inzwischen eigentlich fast nur noch Podcasts. Vor allem die englischen, aber es gibt ja inzwischen auch ein paar gute deutsche zum Thema Enduro, Motocross. Und selbst die nicht so guten höre ich immer wieder gerne mal rein. Was macht ihr so beim Autofahren? Schreibt es doch einfach in die Kommentare. So, und da bin ich jetzt endlich angekommen in Reisersberg nach nur fast 7 Stunden Fahrt. Egal, da ist die Strecke. Und wie ihr schon sehen könnt, hängen hier schon die Motorex-Fahnen im Hintergrund, denn darum geht es heute am Freitagnachmittag erstmal Aufbau. Und wir warten jetzt noch, bis die Trainer da sind und dann werden wir mal aufs Gelände gehen und ich werde auch schon mal ausladen. Boah, da sagen jetzt wieder alle, arbeiten wie andere Urlaub machen, aber tatsächlich geht es für mich nach dieser Veranstaltung direkt in Urlaub, deswegen Surfbretter, Fahrräder, Kinderfahrräder mit Stützrädern, alles dabei. Naja, egal. Ich lade jetzt mal aus und dann warten wir auf die Trainer. So, die Trainer sind jetzt da. Mani lädt aus. Leon, Eddie, Manni. Nur Adrian fehlt noch, aber der ist entschuldigt. Der hat am Sonntag eine Show, da muss er heute noch aufbauen. Und das heißt, wir sagen jetzt kurz mal im Roll vom Motorex hallo und dann gehen wir auf die Strecke, schauen uns das mal an. Der Mani mag es ein bisschen edgy, ist halt ein kantiger Typ. So eine Kante als Urbayer. Das ist Standard, das ist der Neue. Was sagst du dazu, Eddie? Würde ich auch so sagen, ja. Wie viele Sekunden bringt zum Bremsscheibenschutz, der eckig ist? Zumindest büßte keine ein. Schon 9. 9, oder? Schon 9, oder? Wie viele Ecke sind sowas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 Sekunden oder so. 7 Sekunden auf was? Auf davor. Aber
Single Trail fahren, oder? Ja, voll. Genau. Also genau für die Übungssektion ist jetzt dann halt wichtig, dass wir am Ende wissen, wo wir hingehen oder wer wohin geht. Ne? Und hier kannst du bestimmt ein bisschen so extremere Sachen machen, voll, auch mit ja. den Anfängergruppen. Ne? Ja, voll. Ja, Eddie, bist halt doch Enduro-GP-Fahrer und kein Hard-Enduro-Fahrer, ne? Das ist leider halt auch manchmal nicht. Und ich glaube, ne, da kannst du super gut variieren, je nach Gruppenlevel. Genau, ja. Stück zurück, Basti! Halt, halt! Lüfter ist schon an. Das mit ja, das macht er leider. Ja. Los, tausch mal! Der Eddie will auch noch was lernen. Nee, ich muss immer was auf meiner Liste abstreichen. Ja. Also am Motorrad hat es nicht gelegen. Ich kann nicht auf meiner Liste abschreiben. Wieder Song. Auffahrten, Stufenbereich da. Ja. Dieser. Pivot Turn, generell ja. der ganze Bereich da. Ja. Nimm zu. Ja. Ja, zum Beispiel. Ja. Da war ja auch noch so ein Steinfeld in der Mitte hoch, oder? Genau, ja. Das ist auch ganz geil. Ja, voll. Können wir uns ja auch mal angucken, sonst nochmal. Okay, schauen wir weiter. Wollen wir für dich eine Stelle und für den Eddie auch nochmal eine schnelle Stelle? Oder so? Ja, können wir ja umgucken. Aber ne, ich glaube hier auf den Single Trails, da ist auch was, wo so Wellen sind, wo man zum Teil auch doublen kann. Oder rüberfahren und Baumstämme und. Steinfelder, ein bisschen Teile fahren, ja. was? Also bei euch zwei sehe ich eigentlich schon recht stark dieses ne, Spielen, schwierig, ja. technisch, ja. Kanten, oder? Steine. Ja. Und wie gesagt, für die Hobbyfahrer ist dann hier die Challenge überhaupt wieder jetzt vielleicht hochzukommen, ohne Füße absetzen. Und ja. We'll be right back.
Leon, das schaffst du auch. Challenge für Leon. Ja, ihr könnt sie 4-Tages-Lehrgang machen. Ne? Von Viertel in Frühs auch machen, gell? Ja. Aber ist auch gut zu wissen, also auch für die Zukunft. Ja, voll. Komm, dann fahren wir eine Runde, Eddie. Absagen, lass uns so gefahren. Genau. Nee, kann man schon innen, außen. Ja, ja. Die Fluss. Kontraktion. Ja. Also kleine Sachen. Und deswegen, man kann dann auch immer, wenn man so eine Schleife hat, kann man sich so eine Schleife machen mit künstlichen Hindernissen oder einfach auch nur mal fahren. Ja, wir sind jetzt ja das Stück gefahren und sind ja wieder bei Manni rausgekommen. Ja, ja, genau. Kannst ja auch links rum und dann hast du bloß eine kleine Runde. Ja. Alles. Richtig geil. So ein Gelände mal zum Enduro-Test fahren. So, also wir haben uns das Gelände jetzt angeguckt, Sektionen gefunden, ein bisschen Spaß gehabt. Und Mani hat noch was für Flutching Fast geinstagrammt, gestoried. Gegrammt, Junge, gegrammt. Do it for the gram, I do it for the tube, for YouTube. Ja, jetzt werden wir noch ein bisschen Branding aufstellen, dem Rolf zeigen, wo die Stellen sind, wo wir hingehen. Und dann ist Adrian hoffentlich da und dann geht's ins Hotel. Abendessen. Vielleicht vorher noch ein paar Fotos machen, mal schauen. Wir brauchen ja Porträts von den Trainern. So, ich habe mich jetzt mit meiner Kamera bewaffnet, mache ein paar Porträts, hier noch ein paar Blitze aufgebaut. Ja, jetzt kann man immer brauchen, so Porträts von den Trainern für die Pressemitteilung hinterher, fürs nächste Jahr und so weiter. Also, ja, das machen wir jetzt mal. Schauen wir mal. Super. Da kommt das erste Opfer. Ich muss sie mal kurz einweisen. So, der Vlogger, der Flutching Vlogger. Ja, Samstagmorgen, Anmeldung habe ich erledigt, Papierkram, zu wenig geschlafen, aber alle Teilnehmer sind da. Das Wetter ist gut, jetzt gibt es eine Begrüßung und dann geht's los mit der Dirt Mania.
sind die Teilnehmer wieder auf der Strecke, haben eine kleine Mittagspause gehabt und danach sind Mani, Adrian und Leon eine kleine Demo gefahren und jetzt geht's wieder an die Coachings. Ich renne die ganze Zeit wieder rum, habe hier Fotoapparat im Anschlag, Videokamera im Anschlag, versuche von jedem Teilnehmer ein Foto zu haben von dem ganzen Tag. Morgen gibt es nämlich zum Teil neue Teilnehmer, manche sind nur einen Tag da. Für Video habe ich 2 Tage Zeit, mal alle Elemente einzufahren. Ja, das ist so mein Job. Also ich komme selber gar nicht wirklich zum Fahren. Gestern war mein Fahrtag. Mein Motorrad ist heute auch verliehen an die Juliane von der 1000 PS. Und ja, aber bis jetzt gab es nur lächelnde Gesichter bei den Teilnehmern. Und soweit läuft alles ganz gut. Also, weiter geht's. Ich glaube, Mani entschuldigt sich gerade für den Kotflügel, Flat-Track-Style. Ich bin jetzt auf dem Rückweg, ist jetzt 7:30. Wir haben das Problem, im Hotel hat die Küche nur bis um 8 auf. Also ist ein bisschen put the pedal to the metal angesagt im Auto. Leider ist der GoPro-Akku ausgestiegen zur Siegerehrung. Aber ja, insgesamt ein super erfolgreicher Tag. Tag 1 von der Motorex Dirtmania. Die Hälfte bleibt ungefähr der Teilnehmer, die andere Hälfte ist morgen neu. Adrian als Trainer ist morgen leider nicht am Start. Dann übernimmt Leon aber seinen Part und passt soweit alles. Das war's mit dem Tag bei der Motorex Dirtmania. Wastels World Nummer 1, der erste Vlog in diesem Format. Ja, ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, wie euch dieses neue Format gefällt, worauf ihr Bock habt, was ich vielleicht mal machen soll. Aber ich habe selber auch genug Ideen. Jetzt geht's erstmal in Urlaub nach Frankreich. Von da gibt es dann die nächsten Wastels World Vlogs. Also, bis demnächst. Tschüss. Ja, 21.30 Uhr und die Stars gehen schlafen. Wisst ihr Bescheid, ne? Das ist scheiß 10 Uhr. Alles keine Freestyler. 21.30 Uhr. Alter, ja, das ist wirklich ganz schön früh. Ich bin ja nicht geduscht. Ja, ja, man riecht's. Ist ja nicht der Gestank, ist ja das Brennen in den Augen, ne? Ja, das hab ich selber schon. Deswegen sind die Augen jetzt halt so klein. Jeder ist nur duschen und baden.